Es ist kaum wiederzuerkennen, das Tübinger Uniklinikum. Leitern, Scheinwerfer, Kameras und natürlich die Maske für die Moderatorin nicht zu vergessen. Denn ausgerechnet hier, zwischen Empfang und Cafeteria, steht die Bühne für Skalpell bitte. Mehrere Stunden Live-Übertragung, ein logistischer Kraftakt. Für das Klinikum, dessen Betrieb währenddessen natürlich weitergehen muss, aber auch für den SWR. 10 Kameras, der modernste Übertragungswagen, Dutzende Menschen vor und hinter den Kulissen sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Und dann geht's los. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Skalpell, bitte, zur neuen Gesundheit. Wie lange die OP dauern wird, niemand weiß es. Ein Blick in die Regie. Ab jetzt folgt alles einer festgelegten Choreografie, allerdings mit einer Unwägbarkeit. Welche Überraschungen hält die Operation wohl bereit? Denn jeder Eingriff am Herzen ist ein Abenteuer. Erst recht, wenn das Fernsehen dabei ist.